Wie das hier zum Beispiel. Oh shit, what the hell? Nein, ich bin extra so ausgewichen auf links. Ja. Mit dem. Aber das hast du schlau gemacht, damit es ganz knapp ist, damit ich nicht die rote abballe. Genau. Aber hättest du es auch so geschafft, mich zu überholen? Hat nicht hingehauen. Die Items waren noch Dreck. Also ich bin sehr stolz. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich jetzt dominiere gegen dich. Hier haben wir gleich die nächste Neuerung, die ich zeigen möchte, nämlich die Highlights. Man konnte das zwar schon früher nochmal ansehen, aber jetzt hat man noch zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel zurückspulen, vorspulen. So sieht es dann aus, wenn man sich ein bisschen daran zu schaffen macht an einzelnen Funktionen. Man kann auch so eine Zeitlupe aktivieren. Oh, da hinten hat es gecrashed, habt ihr gesehen? Mario und Koopa, glaube ich, waren das. Ja. Man kann die Rennen so bearbeiten und dann abspeichern, indem ich jetzt auf Plus drücke beispielsweise und dann sogar auf YouTube hochladen, wenn man sich bei Mario Kart TV mit YouTube verbunden hat, also seinen Google-Account registriert hat. Dann kann man diese Videos auf YouTube hochladen. Ist jetzt nichts so Besonderes, aber auf jeden Fall ein nettes Schmankerl, wenn man sich ein episches Rennen nochmal anschauen möchte und es abspeichern möchte, der Weltöffentlichkeit zeigen möchte und vielleicht noch ein bisschen bearbeiten will. Also, ja, tolle Funktion. Bowser, was machst du denn, du Idiot? Jetzt stoßt du da hinten an, weil du so fett bist. Ich möchte übrigens schon noch Erster werden, weil es geht für mich schließlich um die 3 Sterne. Aber, ja, gut, wenn man so doof ist, hat man es auch nicht verdient, ne? Das war's dann wohl, schade. Schon im ersten Part die 3 Sterne verkackt. Nein, nimm mir doch dieses Item weg. Ich hab's versaut, oder? Ja, ich hab's auch versaut. Vielleicht nicht. Metall Mario ist verdammt schnell, aber ich bin zu blöd zum Driften. Ja, ich hab verdient verloren. Bist du nicht Metall Mario? Verdient verloren. Verdient. Ach komm. Nein, das wollte ich doch gar nicht machen. Wenn man so blöd ist und das nicht schafft, ja, dann braucht man noch nichts zu melden haben. Komm, also Siebter, komm, ich kann mich vergraben gehen. Aber wenn man einen Fehler macht, dann fällt man relativ weit zurück. Oh, bitte komm jetzt ein Stachy, bitte komm jetzt ein Stachy. Ich will mal zeigen, wie man den zerstören kann. Tatsächlich! Cool! Episch! Ach man, ey, deswegen hasse ich diese Strecke immer, diese letzte verdammte Runde. Aber jetzt kann ich mitleben. Aua. Und ich finde, auch die Musik hat einen großen Wandel gemacht. Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Oh ja, danke, endlich. Jetzt kann ich es auch offenbaren, denn ich spiele mit Rosalina. Ich liebe sie einfach, sie ist geil, sie ist super, sie ist toll. Das hier ist meine Kombination mit irgendeinem Gleiter. Spielt nicht groß eine Rolle, weil die meistens die gleichen Werte haben. Und den Feisthörnchen-Gleiter, den habe ich letztens noch freigeschaltet. Der sieht ziemlich cool aus, den nehme ich gerne. Wie gesagt, die haben meistens die gleichen Stats, aber ja, der sieht einfach geil aus. Und das hier ist mein Lieblingsteam, so werde ich online spielen. Dann wollen wir hoffen, dass der hinter uns nichts mehr kriegt. Nein. Yes. Verdammt. Ach komm, das war falsch von ihm. Wenn der Toad jetzt dein ärgster Konkurrent. Ja. Aber es kommt doch noch eine Strecke, oder? Ein Scheiß kommt. Ach nee, stimmt. Ja, aber es ist eine Verbesserung. Vorhin warst du Fünfter, jetzt bist du. Ja komm, das war so mies. An dem letzten blöden Auto rutsche ich aus und der überholt mich so dreist. Bist du auf das Auto gefahren oder eine Banane oder was? Ich weiß es nicht. Nein, ich bin nicht gefahren. Ich bin ein bisschen angeeckt. So. Also der typische Juli-Fail, okay. Ja komm, und dann noch sowas. Oh, Driftfehler. Aber jetzt kommt mal ein Stachy. Schande. Oh nein. Ein seltenes Item ist er geworden, der Stachy. Ja toll, es war ja klar, dass ich die Erfahrung mit ihm mache. Oder machen muss. Und jetzt achtet mal auf die Musik. Hört ihr es? Man hört hier sogar die Shy Guys arbeiten und ihre Pickaxe, wie sie auf die Diamanten hauen. Wenn wir jetzt wegfahren, dann hört man es nicht mehr. Dann hört man nur noch die normale Musik. Das ist auch geniale Detailarbeit. Deswegen aufgepasst. Nein! Boah, komm, wenn man sich vom Stachy treffen lässt, obwohl er nicht Erster ist, dann ist das echt bitter. Komm schon, fahr jetzt! Das Spiel ist doch... Fünfter! Oh mein Gott, Mann, aber es war so schlecht. Es war meine schlechteste Yoshi-Teilrunde ever. Aber das ist echt bitter. Das ist echt bitter, du. Je nachdem, wie man das... Der war fies. Der war ultra fies. Haha, Arschloch, ey.
Es gab in der Strecke in Mario Kart Wii auch einen unheimlichen Bug. Da konnte man mit einem Pilz direkt am Anfang auf so eine kleine Insel mit einem Berg. Und wenn man das richtig gemacht hat, dann konnte man da im Kreis fahren und es zählte als eine ganze Runde. Einige hatten Angst, dass der Bug übernommen wurde, aber ich kann euch sagen, nein, natürlich nicht. Nintendo ist ja nicht dumm. Die wissen ganz genau, dass sie das Scheiße gebaut haben. Ich glaube, die haben das sogar im Nachhinein auch irgendwie entfernt. Also es ging zwar, aber man konnte dann seine Zeitfahrrekorde nicht mehr mit diesem Cheat abspeichern. Irgendwie sowas, ja. Und auf jeden Fall ist der Bug in MK8 nicht mehr dabei. Oh, ein Pilzi, yes! What, Jesus, nein! Der Pilz war jetzt eigentlich negativ. Fuck, ich darf mir jetzt die 3 Sterne nicht versauen. Alles super flüssig, super geil. Super geil, Edeka. Aber die ist gering. Vielleicht kommt ein Stachi. Oh, ich kriege eine Banane. Ich fasse es nicht. Ich dritte eine Banane, Leute. Aber, das Kart ist schnell. Das Kart ist nicht schnell genug. Und ich bin schon schlecht. Nein. Oh Gott. Verdammt. Aber das habe ich mir fast gedacht, dass ich das nicht schaffe, Mensch. Schade. Von daher. Oh, was soll das denn? Der Fakt, dass man jetzt auch. What the hell? Wirklich toll. Au, oh, das war jetzt nicht toll. Fahren, was ich aber gerade nicht hinkriege. Ach Gott, ich sag's echt schlecht. Aber wenn man nochmal alles erklären muss, dann läuft's halt noch weniger als sonst auch.